Stellt euch einmal einen typischen Verbrecher vor. Welche Bilder kommen euch daraufhin in den Kopf? Ein schmuddeliger, vielleicht schwarz gekleideter, unrasierter Mann, der uns mit all seinen wahnsinnigen Blicken den kalten Schauer über den Rücken laufen lässt? Oder eine zerzauste, verrückt anmutende Frau, der die blanke Bosheit ins Gesicht geschrieben steht? Es stimmt, dass wir gewisse Klischeebilder über bestimmte Menschengruppen besitzen. Die Wahrheit ist jedoch, dass unsere Vorurteile nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Denn tatsächlich besitzt auch die kriminelle Unterwelt buchstäblich viele Gesichter. Demnach wurden in der Vergangenheit bereits Menschen straffällig, die wir im ersten Augenblick eher in die glamouröse Modewelt als ins zwielichtige Verbrechertum einordnen würden. Welche attraktiven Ganoven und Ganovinnen uns mit ihren dreisten Machenschaften in ungläubiges Staunen versetzen, erfahrt ihr in unserem nun folgenden Video. Die Geschichte von Anna Delvey. Bar oder mit Karte? Wenn wir in einem Restaurant oder Geschäft gefragt werden, wie wir bezahlen möchten, bevorzugen es immer mehr Leute, die Rechnung bargeldlos zu begleichen. Denn tatsächlich birgt diese Variante viele Vorteile. Wir müssen die aufgerufene Summe nicht erst in unserem Portemonnaie zusammenkramen, erhalten keinen Münzbetrag an Wechselgeld und wickeln die Bezahlung schnell und auf den Cent genau passend ab. Was sich in Deutschland derzeit immer größerer Beliebtheit erfreut, ist in den Vereinigten Staaten bereits seit vielen Jahren gang und gäbe. Umso seltsamer mutete es daher an, dass eine New Yorkerin jede anfallende Rechnung ausschließlich mit Bargeld bezahlte. Doch wer war die Frau, die lange Zeit ein großes Geheimnis versteckte? Wenn wir einen Blick auf Anna Delvey werfen, sehen wir eine hübsche junge Frau, die sich im ersten Augenblick kaum von ihren Zeitgenossen unterscheidet. Jedoch verdichteten sich schon bald die Anzeichen dafür, dass Anna keineswegs ein ehrliches Leben führte. Fragte man die Freunde der New Yorkerin, woher Anna stammte, so erhielt man die unterschiedlichsten Antworten. Während einige ihrer Bekannten auf diese Frage angesprochen schlichtweg ratlos mit den Schultern zuckten, zählten andere wahllos die verschiedensten Länder und Städte auf. Doch auch wenn die Herkunftsfrage nicht beantwortet werden konnte, stand eines ohne jeden Zweifel fest. Anna besaß Geld, und zwar in rauen Mengen. Demnach bewegte sich die New Yorkerin stets in den erlesensten Gesellschaftskreisen und trug ausschließlich Designerkleidung. Wie die Frau in den jungen Jahren zu diesem außergewöhnlichen Wohlstand gekommen war? Sie war eine steinreiche Erbin, so zumindest die offizielle Version, die Anna ihren Mitmenschen auftischte. Wie sich später herausstellte, gelang es der dreisten US-Amerikanerin, ihr Umfeld über mehrere Jahre hinweg erfolgreich zu täuschen. Doch wie kam es dazu? Der Eintritt in die Oberschicht. Um in die glamouröse Welt der Oberschicht einzutauchen, suchte Anna zunächst häufig das luxuriöse Hotel namens 11 Howard Street auf. Dort studierte sie das Verhalten der Schauspieler, Models und Promis, die regelmäßig in der Luxusunterkunft eincheckten. Nachdem es der jungen Frau gelungen war, sich wie ein steinreiches Oberschichtsmitglied zu benehmen, lernte sie den aufstrebenden Kameramann Neff Davis kennen. Die vermeintliche Cosmopolitan verbrachte schließlich immer mehr Zeit mit Neff und mietete ein Zimmer, das nicht weniger als $400 pro Nacht kostete. Gemeinsam besuchten die beiden die unterschiedlichsten Restaurants und Nachtclubs in den angesagtesten New Yorker Stadtteilen. Schnell fiel Neff auf, dass Anna ihr Geld, welches sie in rauen Mengen besaß, vollkommen sorglos aus dem Fenster warf. Zudem gelang es der vermeintlichen Erbin mit Leichtigkeit, ihre neuen, wohlhabenden Bekanntschaften mühelos um den Finger zu wickeln. Da sich Anna mit traumwandlerischer Sicherheit durch die Welt der Reichen und Schönen bewegte, kam niemand auf die Idee, dass sie in Wahrheit bloß ein dreistes Spiel trieb. Doch der Aufstieg in die Oberschicht war für Anna noch lange nicht genug. So überredete sie Neff, zusammen mit ihr in einen Businessplan zu investieren, an dessen Ende ein luxuriöser Kunstclub stehen sollte, in denen nur die New Yorker Crème de la Crème hinein durfte. Anna reiste mit Privatjets um die Welt, feierte ausschweifende Partys und trug stets die neueste Designermode. Während ihrer unzähligen Trips lernte die junge Frau schließlich den Kunstsammler und Museumsbesitzer Michael Xufu Hang kennen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Anna jedoch nicht, dass diese Begegnung ihr falsches Treiben am Ende entlarven sollte. Wer ist Anna Delvey wirklich? Während Michael und Anna einen Kurztrip in Italien verbrachten, wurde der Kunstsammler das erste Mal auf etwas Ungewöhnliches aufmerksam. So bemerkte er, dass Anna jede Rechnung, egal wie hoch diese auch war, mit Bargeld beglich. Um ihren Geburtstag gebührend zu feiern, beauftragte Anna eine PR-Firma, welche die Party schließlich plante und erfolgreich durchführte. Einige Wochen nach der ausgelassenen Feier wurde Michael jedoch vom Veranstalter kontaktiert. Dieser fragte den Museumsbesitzer, ob er irgendwelche Kontaktdaten von Anna besitze, da diese die Rechnung für die Geburtstagsparty noch immer nicht bezahlt hatte. Spätestens jetzt wurde auch Michael klar, dass mit seiner Freundin etwas nicht stimmte. Ungeachtet der Nachforschungen, die ihr Freund daraufhin anstellte, ging Anna weiter ihrem ausschweifenden Lebensstil nach.
Auffällig war jedoch, dass sie sich immer häufiger horrende Geldsummen von ihren reichen Bekannten lieh. Dass Anna gleichzeitig Dutzende offene Restaurant- und Hotelrechnungen unbezahlt ließ, ahnten diese genauso wenig, wie dass sie die geliehenen Beträge so schnell nicht wiedersehen würden. Doch das Leben der jungen Frau sollte bald eine endgültige Wendung nehmen. Da sich die unbeglichenen Hotel- und Restaurantrechnungen immer weiter häuften, wurde Anna schließlich verhaftet. Während der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen kam schließlich die wahre Lebensgeschichte der angeblichen Erbin ans Licht. So wissen wir heute, dass die Hochstaplerin am 23. Februar 1991 als Anna Sorokin in der russischen Stadt Domodedowo zur Welt kam. Später emigrierte sie zusammen mit ihrer Familie nach Deutschland, ehe sie einige Jahre später über Umwege nach Paris gelangte. Daraufhin änderte sie ihren Namen und siedelte als Anna Delvey nach New York über. Dort gab sie sich als Erbin eines deutschen Millionärs aus und erleichterte die Hotels, Restaurants und ihre Geschäftsbekanntschaften in den folgenden Jahren um mindestens $257.000. Das Bargeld, mit dem Anna ihre täglichen Ausgaben finanzierte, stammte im Übrigen von der City National Bank. So gelang es der Betrügerin, das Geldinstitut erfolgreich über ihre familiären und finanziellen Hintergründe zu täuschen. Daraufhin ließ sich die Bank dazu überreden, Anna einen Kredit in der Höhe von $100.000 auszustellen. Nachdem die gebürtige Russin schließlich entlarvt wurde, wurde sie von einem Gericht zu einer Freiheitsstrafe zwischen 4 und 12 Jahren verurteilt. Allerdings sollte Anna Sorokin bereits im Februar diesen Jahres nach nur 20 Monaten Haft bereits wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Unglaublich aber wahr. Annas kriminelles Verhalten führte schließlich dazu, dass sie wirklich eine riesige Menge Geld erhielt. Demnach sicherte sich Netflix die Nutzungsrechte an der Lebensgeschichte der Verbrecherin. Die Serie namens Inventing Anna wird am 1. Januar 2022 erscheinen. Für diesen Deal erhielt die junge Frau wiederum $320.000. Allerdings musste Anna die erhaltene Summe dafür verwenden, um ihre Anwaltskosten zu bezahlen und ihre Opfer zu entschädigen. Auch HBO plant, einen Film über Annas dreisten Aufstieg in die New Yorker High Society zu produzieren. Von Reue zeigt Anna indes keine Spur. Da sie nichts Falsches in ihrem Handeln erkennen konnte, verzichtete sie auch darauf, sich bei den Geschädigten zu entschuldigen. Jeremy Meeks. Wie wir sehen, sagt das attraktive Aussehen einer Person in Wahrheit nichts über die heimtückischen Gedanken aus, die sich womöglich in ihrem Kopf abspielen. Dabei ist Anna Sorokin natürlich nicht die einzige Verbrecherin, die uns mit ihrer schönen Erscheinung verblüfft. Auch Jeremy Meeks geriet vor einigen Jahren in die Schlagzeilen, als sein Verbrecherfoto an die Öffentlichkeit gelangte. So kam es, dass der von der Polizei veröffentlichte Mugshot innerhalb kürzester Zeit 15.000 Likes und hunderte Kommentare erhielt, die allesamt von dem grandiosen Aussehen des Verbrechers schwärmten. Jeremys Attraktivität hinderte das Gericht in der folgenden Verhandlung jedoch nicht daran, den US-Amerikaner wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer mehrjährigen Haftstrafe zu verdonnern. Nachdem der Kriminelle seine Strafe jedoch verbüßt hatte, wurde er von unzähligen Modelagenturen angefragt. So kam es, dass Jeremy bereits an der Mailänder Woche teilnahm und unter anderem von Tommy Hilfiger und Philipp Plein gebucht wurde. Aktuell zählt der Instagram-Account des attraktiven Verbrechers mehr als 1,6 Millionen Follower. Angela Coates. Auch Angela Coates' Verbrecherfoto zählt zu den ansprechendsten Aufnahmen, die je von einer kriminellen Person angefertigt wurden. Daher dürfte es wahrlich niemanden wundern, dass sich die hübsche Frau mit den schwarzen Haaren und den dunklen Augen ihren Lebensunterhalt als Model verdient. Dabei dürfte sich ihre Laufstegkarriere aber aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich langlebiger als ihre Verbrecherlaufbahn gestalten. Angela Coates wurde wegen eines kleineren Deliktes nach nur wenigen Stunden wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Stéphanie Baudouin. Lasst euch von Stéphanie Baudouins attraktivem Aussehen nicht täuschen. Als Mitglied einer kanadischen Gang brach die Frau in unzählige Häuser ein und erleichterte deren Besitzer um mehrere tausend Dollar. Insgesamt gehen über 100 Verbrechen auf das Konto der Kanadierin. Dazu zählen neben den bereits erwähnten Einbrüchen auch Überfälle und der illegale Besitz von 9 Schusswaffen. Sarah Seawright. Schauen wir in das engelsgleiche Gesicht von Sarah Seawright, so kämen wir im ersten Moment wohl niemals auf den Gedanken, dass die Frau aus dem US-Bundesstaat Arkansas bereits viele schwere Straftaten auf dem Kerbholz hat. So unschuldig wie das Lächeln der Amerikanerin wirkt, so lang ist auch ihre Strafakte. Diese setzt sich demnach nicht aus kleineren Ordnungswidrigkeiten, sondern aus Entführungen, Raubüberfällen und Körperverletzungen zusammen. Diese Umstände hielten die begeisterte Internetgemeinde jedoch nicht davon ab, ihre Verzückung über das Aussehen der jungen Frau kundzutun. Tja Leute, was denkt ihr über diese dreisten Machenschaften von Anna Sorokin? Und was sind eure Gedanken zu den attraktiven Verbrecherfotos? Verratet es uns ganz einfach in den Comments. Ihr habt Lust, regelmäßig mehr über die spannendsten und kuriosesten Geschichten zu erfahren?
Dann abonniert unseren Kanal, um in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn euch unser kleiner Ausflug in die Verbrecherwelt gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.